Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, Elisa. Guten Morgen. Weißt du schon, was dich erwartet? Nicht so wirklich. Nee, also ich werde dich jetzt gleich ein bisschen stärker machen, ja, durch die Hypnose, im Grunde genommen durch deine Vorstellungskraft. Alles, was du tun musst, ist einfach nur gleich dich auf das konzentrieren, was ich sage, wirklich in den Prozess reingehen und dich versuchen, während ich das tue mit dir, an einen schönen Moment zurückzuerinnern. Irgendwas, was schön war in deinem Leben, ich weiß, da gibt es ein paar Sachen, da musst du dich nur an einen erinnern, ja, und versuch mal das Gefühl, während ich einfach mit dir rede, mit deinem Bewusstsein hervorzuholen. Und den Rest macht dein Unterbewusstes, okay? Dann stell dich mal bitte so hin, dass beide Füße zusammenstehen. Sehr gut. Die Hände zur Seite und schließt du ganz kurz deine Augen. Ich werde dich jetzt an deiner Stirn berühren, also nicht erschrecken. Und atme tief durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen. Sehr gut. Beim Ausatmen entspannst du dich, du stehst aber gerade und fest. Noch einmal tief durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen und entspannen. Sehr gut. Und ein drittes Mal. Tief einatmen und ausatmen. Und jetzt konzentriere dich nur auf das, was ich dir jetzt sage. Elisa, du bist stark, voller Kraft, glücklich und reich. Von diesem Moment an spürst du, jedes Mal, wenn du deinen Namen laut sagst, hörst oder liest, dass du stark bist, sehr gut, voller Kraft, glücklich und reich. Von diesem Moment an spürst du, jedes Mal, wenn du deinen Namen laut sagst, hörst oder liest, dass du stark bist, voller Kraft, glücklich und reich. Atme noch einmal tief ein, dass dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein sich tief in dir verankern, sehr gut. Von diesem Moment an spürst du, jedes Mal, wenn du deinen Namen laut sagst, hörst oder liest, dass du stark bist, voller Kraft, glücklich und reich. Du fängst jetzt schon langsam an zu lächeln. Das ist gut so. Ja, die Kraft kommt hoch. Wunderbar. Noch einmal tief einatmen. Die ganze Kraft steigt in deinen Körper. Du musst gleich nur deinen Namen sagen und du hast die körperliche Kraft. Zähl jetzt gleich bis drei. Bei drei öffnest du deine Augen, bist wieder zurück im Hier und Jetzt. Eins, zwei, drei, Augen auf. Wie geht's dir? Och, ja, ganz gut, ne? Okay, du hast so gelächelt. Ja, das ist ein seltsamer Prozess, richtig? Ja. Okay, wir testen jetzt mal auf, was gerade passiert ist, was du gerade mit dir gemacht hast. Ja? Ich mache dir das jetzt ganz kurz mal vor, wie du dich hinstellen musst. Das sieht ein bisschen balla-balla aus, muss aber so sein, weil es ist die unstabilste Position, die man Menschen bringen kann. Ich will, dass du dich gleich so hinstellst, dann beide Arme zur Seite nimmst. Ja, beide Arme zur Seite. Und die so fest machst wie Äste, weil ich werde da gleich drauf drücken. Und dann möchte ich, und das ist die seltsame Position, dass du dann noch ein Bein anhebst. Ja, das ist die unstabilste Position, in die man einen Menschen nehmen kann. Also, stellst du dich einfach mal kurz hier hin. Wunderbar. Beide Arme zur Seite. Sehr gut. Jetzt bitte ein Bein anheben. Und du siehst, ich muss hier nur mal ganz kurz auf den Arm drücken, dann fällst du um. Ja, hast du gespürt? Ja, das habe ich gespürt, ja. Genau, und ich brauche nur zwei Finger. Wir machen es noch einmal bitte. Bein anheben. Ganz leicht. Und du fällst um, ja. Versuch mal, deiner ganzen Körperkraft dagegen zu gehen. Noch einmal. Hier richtig festmachen. Sehr gut. Und du hast keine Chance, richtig? Richtig, ja. Okay, und jetzt gucken wir mal, wie die Suggestion funktioniert hat, wie tief die Kraft jetzt in dir drin ist. Noch einmal, beide Arme zur Seite, richtig festmachen wie Äste, ein Bein anheben. So, und jetzt möchte ich, dass du gleich deinen Namen ganz laut sagst. Jetzt. Elisa. Und du siehst, guck mal, ich kann jetzt drücken, wie ich will, ich nehme mal zwei Hände. Und du kannst stehen, wie hat es jetzt angefühlt? Erstaunlich doch, ja. Wo spürst du die Kraft? Kannst du das beschreiben? Nee, eigentlich nicht so im ganzen Körper, ne? Also in Beinen, in den Armen. Das war jetzt wirklich, ich bin echt erstaunt. Wir machen es nochmal ganz kurz, ja? Stell dich nochmal ganz kurz hin, beide Arme wieder zur Seite, ein Bein anhin. Und jetzt nochmal laut deinen Namen sagen. Und du, guck mal, ich kann hier drücken, wirklich wie ich will, mit zwei Händen. Du fällst nicht mehr um, ja? Du guckst sehr erstaunt, aber das ist deine Kraft, ja? Und sag mal, kennst du Pippi Langstrumpf? Na klar. Halte dich bitte in den nächsten zwei Wochen von Pferden fern.